Hallo und herzlich willkommen zur Sendung vom CTN Cup 2015. Schön, dass du mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Ihr kennt mich bestimmt, uns bestimmt von den Fußballturnieren. Ich bin der Marcel und das ist meine Frau, die Miriam. Und wir haben seit einiger Zeit die Sportarbeit unseres Vereins übernommen. Du fragst dich vielleicht, was für ein Verein ist das? Gute Frage. Ich rede von dem Verein Change the City e.V. Das ist ein christlicher Verein und den gibt es seit 2005 in der Stadt Fulda. Und seit einiger Zeit haben wir auch eine christliche Gemeinde. Ja, unser Glaubensgrundbild ist, dass wir als Christen durch Christus wieder eine lebendige Beziehung zu Gott leben können und haben können. Und dass wir bestimmt sind als Christen, als ein Ebenbild Gottes zu leben. Und wir haben verschiedene Tätigkeitsbereiche in dieser Stadt und einer davon ist diese Sportarbeit. Hier bekommt jetzt auch einen Einblick und da ist uns besonders wichtig, dass wir für jeden, der kommt, dass er sich angenommen fühlt, dass wir eine Kultur der Wertschätzung haben. Das sind Werte, die wir vertreten und die wir auch leben möchten, ganz stark in diesem Bereich. So, und wir zeigen euch jetzt die Sendung vom Champions Cup 2015. Wir wollen euch mit in den ersten Clip hineinnehmen. Wir zeigen euch die besten Tore, unser tolles Mitarbeiterteam und natürlich die ganze Atmosphäre, die neben den Fußballfeldern abgelaufen ist. Viel Spaß dabei! Yeah.
How you doing, ma'am? Just want to talk to you for a minute. Can I do that? Oh, excuse me, sir. Excuse me, ma'am. Hello. How you doing? How you doing? Hello. How you doing? How you doing? Hello. How your people's been doing? Hello. Myself out of saying something. Now the opportunity is gone, cause I ran from it. Now I'm praying for his grace that every time I would speak, in the schools, in the mall, on the job, on the streets, this is how it's gotta be. I'm talking about obedience. Hearing God, not man, that is the ingredients. Yes, I know you can relate. Some of y'all are shacking up. Time for you to move it out. Get your clothes, pack it up. Yes, I know you can relate. Why are you standing still when the Lord has called you to hit the foreign mission field? Yes, I know it's hard though, understand it, but Jesus says if you love me, then you'll keep my commandments. Yes, I know it's scary though, plus I understand it, but Jesus says if you love me, then you'll keep my commandments. Die ersten Einblicke in den Champions Cup 2015 und wir möchten euch jetzt das Finale zeigen, Moskau gegen Bursaspor. Marcel, was gibt's da dazu zu sagen? Ja, auf der einen Seite das Team von Mustafa Bursaspor und auf der anderen Seite das Team von Harry in Moskau. Beide sind schon lange mit dabei bei unseren Turnieren und sie haben sich im Finale getroffen. Moskau eher eine Mannschaft, die sehr strukturiert und geordnet gespielt haben aber und sich ihre Chancen herausgespielt haben. Und Bursaspor, ein Team, das sehr dynamisch war. Sie haben die Räume eng gemacht und haben den Gegner gar nicht erst zum Zug kommen lassen. Und da, es war ein sehr interessantes Spiel. Und nachdem dann Bursaspor 2-0 in Führung gegangen ist, konnte Moskau zwar noch verkürzen auf 2-1, aber letztendlich hat Bursaspor das Finale souverän und verdient gewonnen. Herzlichen Glückwunsch hier nochmal an das Team von Bursaspor. Aber jetzt habe ich genug geredet. Viel Spaß beim Finale. Einlaufen mit der Hymne. So, hier sehen wir das Finale vom Champions Cup. Es wird aufeinander. FC Bayern, nein, Moskau. Moskau gegen Bursaspor. Wo sind die Fans von Moskau? Und die Fans von Bursaspor! So, hier mal ein Shaking Hands, bevor es dann losgeht. Für ein Shake Hands. Man läuft einander vorbei. Jawohl! Denn hier geht's
wie immer um Fußball, aber natürlich auch um diese Wertschätzung. Ein Applaus! Es treffen zwei sehr unterschiedliche Teams aufeinander. Auf der einen Seite haben wir Moskau, die eher statisch sind, mit einem wirklich exzellenten Schuss. Mehrere Spieler können exzellent schießen, auch auf Fernschüsse sind sie sehr gefährlich. Auf der anderen Seite Bursaspor, eher ein mehr dynamisches Team, aber auch sie sind gut für Fernschüsse. Aber natürlich haben auch noch andere Qualitäten, können es auch einzeln technisch hochversiert. Wir freuen uns auf dieses Finale. So, um das Anspiel. So ist das schön zu sehen. Schöne Bilder zum Start. So, der Schiedsrichter stoppt die Zeit. Und der Schiedsrichter pfeift an. Das Finale ist eröffnet. Bursaspor beginnt gleich Druck zu machen. Mustafa greift sofort an. Und wieder sehen wir Moskau eher hinten, sich sortierend, abwartend ihr Spiel zu spielen. Machen dicht. Ein erster Torannäherungsversuch von Bursaspor hier. Moskau spielt sehr gut geordnet. Und schon eine Riesenchance zu Beginn. Jetzt muss natürlich Bursaspor aufpassen, dass sie nach wie vor auch das Tor zumachen, ihr Tor hinten zu machen, trotz dass sie sehr offensiv spielen. Haben schon zuvor gesehen, Moskau kann exzellent kontern oder die Räume nutzen, wenn sie denn Räume haben. So, Eckball. Bursaspor ist nach wie vor dran, aber wie wir das von Moskau gewohnt sind, die stehen hinten einfach, die haben ihre Ordnung. Es ist ganz schwer, da einfach mal kurz so durchzukommen. Hier, die Fans neben mir, die sind schon völlig am Ausflippen. Hey, 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 hey. Moskau stellt sich geschickt, ordnet sich gut, spielt ins Spiel. Und sie lauern dann immer. 1,5 Minuten gespielt, noch nichts groß passiert. Beide Teams hatten schon kleine Chancen, aber ja, nähern sich einander an. Mustafa am Ball. Sofort stellt Bursaspor zu. Es ist auch schwer für Moskau, dass sie ihr Spiel spielen. Es ist schwer. Sie haben kaum Räume. Bursaspor macht das richtig gut und übernehmen das Spiel, nehmen das Spiel an sich. So haben wir hier Mustafa am Ball, schon so oft bei unseren Turnieren mit dabei gewesen. Wir würden uns so für ihn freuen, wenn er auch mal das Finale hier für sich entscheiden könnte, einen Sieg hier ringen würde. So, ein zweiter Torschuss hier. Nicht richtig getroffen, aber der hätte gefährlich werden können. Jetzt wird es gefährlich, Moskau muss aufpassen. Bursaspor macht das sehr gut, sie machen vorne Druck, sie machen die Räume eng, das ist schwierig. Ja, das war weiter ein Annäherungsversuch, aber das ist schwierig für Moskau. Aber dann, Moskau kommt, kann sehr schnell, ganz schnell ein, zwei Spielzüge und dann sind sie voll da. Oh, eine Parade hier, das war ganz haarscharf, aber gleich ein Konter, Mustafa. Noch gestoppt, noch gestoppt. Es gibt Abschluss. Schiedsrichter entscheidet. Ah, okay, Fairness-Geste. Sehr schön. Danke von Moskau. Entscheiden sich das Spiel ruhig aufzubauen. Es sind bereits 4,5, na, 3,5 Minuten gespielt
Also sechs Minuten sind noch zu spielen, ein bisschen mehr als 6 Minuten. Bursaspor ist weiter dran, sie machen weiter dicht. Ich glaube, Moskau würde gut daran tun, ein wenig den Jubel ihrer Fans zu hören. Das ist gut, Moskau, jetzt heißt es was bewegen. Aufpassen, sie nicht hinten reinquetschen lassen. Auch sie brauchen nämlich Offensivaktionen. Moskau gechillt, sie spielen eben ihr Spiel, das steht, und schlagen dann blitzartig zu, wenn sie die Räume haben. Bisher hatten sie sie aber noch nicht. Deswegen sehen wir da relativ wenig, aber das kann ganz schnell gehen. Moskau baut, und da haben wir so einen typischen Spielzug von Moskau. Und zack, sie sind vor dem Tor und dann wird es gefährlich. Außennetz. Natürlich auch jetzt Kräfte, gilt es jetzt auch gut Haus zu halten, aber dann doch in dem scheinenden Moment alles nochmal rauszuholen. So, nun beginnt auch Moskau auch offensiv. Jetzt ist natürlich auch eine Chance. Und ein brandgefährlicher Schuss, ein Abfälscher, wäre fast ins Tor gegangen. Oh, Mustafa, und Bursaspor ist weiter dran. Bursaspor ist weiter dran, Moskau muss jetzt aufpassen. Aber Moskau scheint sich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Sie spielen da ihr Spiel. Schade, es ist natürlich schwierig. Moskau steht exzellent, auch Bursaspor tut sich schwer, wirklich einen Torschuss auf das Tor zu bekommen. Und da, schade, schade. Beide Teams haben sich jetzt aufeinander eingestellt. Jetzt ist einfach die entscheidende Frage, welchem Team gelingt es, das andere einfach einen Tick kurz auszuschalten, dann das Tor zu suchen. Jetzt haben wir Moskau im Angriff. Das kann schnell gehen bei Moskau. Das haben wir gesehen. Bursaspor ist da und gleich ein Konter. Bursaspor ist gleich mit dabei. Und ein erster. Nah. Da war leider zu weit der Pass. Jetzt sind gespielt. 6,5 Minuten. Also drei, noch mehr, ein bisschen mehr wie 3 Minuten. Beide Teams haben sich einfach gut aufeinander abgestimmt, sind einfach taktisch clever. Moskau steht hinten und sie lauern natürlich. Moskau wird dann natürlich, sobald sie die Chance haben, die auch nutzen. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine Chance liegen lassen werden. Eiskalt werden sie vor dem Tor sind, deswegen muss Bursaspor natürlich auch aufpassen. So, jetzt könnte ein Tor alles entscheiden. Der Torwart ist draußen. Da. Und auch Moskau gleich mit Moskau im Gegenzug. Jetzt passiert was hier auf dem Platz. Moskau ist im Angriff und hat einen Torschuss. Und der Torwart hält das Ding. Gleich wieder ein Konter. Das sind 3-1. Und der Moskau-Spieler rettet 3-1. Das hätte als entscheidend sein können. Jetzt haben wir noch 2,5 Minuten. 2,5 Minuten. So, weiter. Jetzt wieder kurz eine Ruhe eingekehrt. Es wird sich gleich wieder ändern. Da, Bursaspor ist wieder vor dem Tor. Die lauern natürlich auch, suchen Ecken, suchen Lücken bei dem sehr kompakten Spiel. Mustafa, und er setzt sich durch und ein Schuss! Das hätte das sein können, eine klasse Parade. Natürlich hier Moskau, ich war auch wieder dran. Jetzt ist alles offen. Die Teams wollen hier. Das ist ein klasse Finale. Noch ungefähr, wir haben noch Zeit zu spielen. Ich schaue auf meine Uhr. Noch 2 Minuten zu spielen. 2 Minuten. So, Moskau wieder jetzt im Spielaufbau. Einwurf. Wir kennen da, wir wissen bei Moskau, das kann wirklich schnell gehen. Es gilt aufzupassen. Wir haben hier keine. Das Spiel ist kurz liegen geblieben, aber das Spiel geht weiter und der Torwart holt das Ding raus. Der Ball war im Aus, es gibt Eckball.
Natürlich, Moska muss sich ordnen, stellen. Ein wenig Abstand hier. Wenn jetzt ein Tor fällt, wird es ganz schwer für den anderen, da nochmal ranzukommen. Sie stehen beide stark, haben sich aufeinander eingestellt und das hätte auch das 1:0 sein können. Was für eine Parade hier vom Keeper von Moskau. Wo sind die Fans von Moskau? Die sind voll da und da kommt das 1:0 für Bursaspor. Letzte Minute zu spielen. Jetzt muss sich Moskau lösen aus ihrem System. Aber die sind gefährlich, die können da noch was machen. Wir haben noch auf meiner Uhr sagt 45 Sekunden. Da ist noch was drin. 45 Sekunden noch zu spielen. 1:0 hier. 1:0, 1:0. Da muss jetzt Moskau natürlich dann stehen, Räume. Und da ist das 2:0. Das ist die Entscheidung. Damit hat Bursaspor führt 2:0. Und das Spiel, was war, Herr Schiedsrichter? Ein Freistoß, es ist noch nicht dabei. Aber natürlich, wir wissen, wie Fußball ist. Jetzt ist 2:0. Da könnte noch, es wird ganz, ganz schwer, dass da jetzt noch was passiert. Da müsste jetzt sofort ein Tor fallen. Aber natürlich, Bursaspor, ein cleveres Team, die sind eingefuchst. Kurzes Timeout, die Zeit, wir lassen das kurz nachspielen. So, aber ich denke, das Ding wird wahrscheinlich gelaufen sein. Da müsste jetzt sofort ein Tor passieren. Beide Teams haben sich jetzt da, Bursaspor, es wird nochmal, Moskau wird nochmal, muss jetzt nochmal richtig anziehen. Wenn sie jetzt sofort ein Tor schießen, wer weiß, ob da nicht doch mal was drin wäre. Jetzt müssen sie aufmachen, dann stehen die Räume und da ist die Chance. Da hätte er nochmal rüberlegen können, aber gut. Es steht von der Seite, ist immer noch, da ist nochmal die Chance. Da war nochmal die Chance hier für Moskau. Und da machen sie nochmal das Ding. Jetzt müssen sie sofort den, jetzt müssen sie sofort ein Spiel machen. Geht hier noch ein schnelles Tor? Zeit, Herr Schiedsrichter. Wie lange spielen wir noch, Herr Schiedsrichter? Ganz kurz, noch eine Minute. Wie lange noch? Eine Minute. Der Schiedsrichter hat wohl etwas Spiel nach, Zeit nachlaufen lassen. Es ist noch nicht entschieden. Moskau macht das Tor. Es ist noch nicht entschieden. Wir kennen Moskau. Die können blitzschnell nochmal ein Tor schießen. Da muss jetzt Bursaspor aufpassen. Da haben sie nochmal die Chance. Oh, der Ball ist zur Seite geflogen. Jetzt. 30 Sekunden noch. Da muss jetzt Bursaspor muss aufpassen, dass sie das nicht in der letzten Sekunde noch verspielen, diesen Sieg. Oh, Moskau kontert. Jetzt müssen sie richtig aufpassen. Und das für eine Parade! Was für eine Parade! Das war klasse! Timeout, die Job in die Zeit, der Schiedsrichter hat die Zeit im Blick. Und da hat er verpasst, der Spieler von Moskau! Das dürfte es fast gewesen sein. Schauen. Und damit hat Bursaspor das Finale gewonnen! Wo ist die Kameras? Fotos! Fotos! Miriam! So, herzlichen Glückwunsch hier Bursaspor. Es war haarscharf, es war knapp, aber Bursaspor hat sich durchgesetzt. Sie haben ihre Tore gemacht und ihre Chancen genutzt. Bei Moskau hat es dann nicht ganz gereicht. Vielleicht war es eben, dass Bursaspor so früh die Räume eng gemacht hat. Sie haben Moskau kaum Platz gelassen, ihr Spiel zu spielen. Wir haben das klasse gespielt. So, wir können gleich beginnen mit der Siegerehrung. Auch der dritte Platz Bayern. Wer war? Bei Arsenal. Arsenal wurde Dritter. Auch der dritte Platz Arsenal und der vierte Platz Bayern. Bitte auf den Platz. Wir wollen das Turnier nochmal abschließen mit der Siegerehrung. Nochmal einen Riesenapplaus für dieses geniale, spannende Finale. Wow, was für ein spannendes Finale.
Auch nochmal Glückwunsch von meiner Seite an Bosaspor. Ihr habt das super gemacht. Und wir wollen auch gleich weitergehen zur Siegerehrung. Und was ich ganz wertvoll finde an unseren Siegerehrungen ist, dass wir etwas Persönliches von uns weitergeben. Und jetzt seht ihr ein Wort von Falk. Er ist der Leiter dieser Arbeit. Ihr kennt ihn auch bestimmt. Er hat den Verein aufgebaut und hat auch lange Jahre diese Sportarbeit aufgebaut. Lange Zeit die Fußballturniere organisiert, bis er sie dann schließlich an uns übergeben hat. Und in diesem Clip seht ihr jetzt nochmal ganz besonders, was uns als Verein, was uns wichtig ist, was uns auf dem Herzen liegt. Und das wollen wir von Herzen an euch weitergeben. Und im Anschluss an die Worte von Falk seht ihr nochmal eine Interviewrunde. Da sind die drei Kapitäne der ersten drei Teams und ihr könnt nochmal hören, was sie zum Turnier zu sagen haben. So, Film ab und viel Spaß beim nächsten Clip. Ja, okay. Jungs, lasst uns noch einen Moment. Ja. Jedes Turnier ist so ein bisschen anders. Jedes Turnier hat irgendwie eine ganz besondere Note, finden wir, ja. Und die Siegerehrung ist immer so ein Moment, wo wir nochmal sowas in eure Herzen legen möchten, ja. Und meistens ist es so, dass uns über das Turnier etwas beschäftigt. Und was uns dieses Turnier beschäftigt hat, ist es, dass dieses Turnier erstklassiger war, hochklassiger war, als wir das oft erlebt haben. Und zwar von der ganzen Masse. Und deshalb hat mich etwas beschäftigt, und ich könnte mir vorstellen, dass euch das interessiert. Einfach, ich möchte etwas in euch legen, eine Frage, eine Möglichkeit. Und zwar die Möglichkeit, wie kannst du in deinem Leben, hört mal, wie kannst du in deinem Leben dein volles Potenzial ausschöpfen? Wie kannst du in deinem Leben dein volles Potenzial ausschöpfen? Ich weiß, dass wir alle Männer sind, und wir Männer wollen doch alle immer unser volles Potenzial ausschöpfen, oder? Was würdet ihr sagen? Zumindest ist unser Ziel, ne? Okay, also ich möchte so etwas kurz in euer Herz legen, weil die Zeit ist schnelllebig, aber das könnt ihr mitnehmen für immer. Und ich möchte euch einfach wie so eine himmlische Perspektive geben, egal wer wir so sind. Und es wird sehr, sehr einfach sein. Ihr wisst ja, dass wir gläubige Menschen sind, ja? Und aus Gottes Perspektive ist es so, dass Gott uns zu etwas Genialem gemacht hat, nämlich zu seinem Ebenbild. Das heißt, Gott hat dich gemacht, dass du sein Potenzial lebst. Gott hat es nicht gemacht, im Leben irgendwie da niederzulegen, sondern sein Potenzial zu haben. Das glauben die meisten Religionen, dass Gott uns zu seinem Ebenbild gemacht hat und dass wir ihn reflektieren. Das heißt, wenn du aus Gottes Perspektive lebst, dann bist du jemand, der Gott in sich hat. Das heißt, den Gott, der alles Potenzial hat für dein Leben. So hat Gott das kreiert, ja? Und das ist ein Leben mit Möglichkeiten, wie wir es nicht hinbekommen. Aber was du dazu brauchst, um dieses Potenzial zu leben, ist eine echte Beziehung zu Gott. Und wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, dann hast du trotzdem ein Potenzial. Jeder von euch, der hier ist, ist ein Original. Jeder von euch hier ist, hat Hammerfähigkeiten. Jeder, der hier von euch ist, hat Emotionen, hat Power. Haben wir das alle im Turnier gesehen? Das ist genial. Ihr alle seid Hammerpersönlichkeiten. Das kommt von Gott. Gott wollte, dass wir ein Potenzial ausschöpfen. Aber die Grundlage ist die Beziehung zu ihm. Grundlage ist die Beziehung. Gott möchte Beziehung zu dir. Gott möchte, dass du dein Potenzial lebst. Davon träumt er. Du bist sein Gedanke. Und um es auf den Punkt zu bringen, wisst ihr, wir brauchen auch eine Beziehung zu ihm, um unser wahres Potenzial zu leben. Denn wisst ihr, Potenzial ist mehr als Fähigkeiten und solche Hammer-Tore zu erzielen. Du brauchst Gottes Potenzial in den Krisen deines Lebens, in den Momenten, wo du an Grenzen kommst. Wisst ihr, wenn wir Beziehung zu Gott haben, hast du das Potenzial, die Hammerkrisen deines Lebens zu lösen. Dort, wo alle Stress haben, hast du ein göttliches Potenzial. Du bringst Frieden in die Situation, göttlichen Frieden. Dieses Potenzial hat eigentlich Gott dem Menschen gegeben. Aber wir haben eine Ideologie aus Gott gemacht oder eine Religion, aber Gott ist lebendig. Und Gott möchte, dass du sein Potenzial kennst und ihn. Und er möchte in dir sein. Das möchte ich in euch legen, heute. Ich möchte dir was sagen. Menschen denken alles Mögliche über den christlichen Glauben. Ich war ein Nicht-Christ zu 100%. Alles, was ich weiß, ist in meinem Leben und was ich lebe und erlebe, ist diese Beziehung, die übernatürlich ist. Und dass Gott sein Potenzial in mich zurückgelegt hat. Das ist diese Sache mit Jesus Christus. Was immer du darüber glaubst, immer du das siehst, ich habe volles Verständnis dafür.
Aber wenn du dein Potenzial leben möchtest, so wie Gott es immer geplant hat, Jesus ist der, der die Beziehung wiederherstellt und der dieses übernatürliche Potenzial in dich und in dein Herz zurückpflanzt. Ihr seid alle kostbar. Ihr seid Unikate. Ihr seid was Einzigartiges. Ihr habt ein Hammerpotenzial. Und ihr schmeckt das jetzt schon ein bisschen. Hast du die übernatürliche Beziehung zu Gott, wirst du ein viel größeres Potenzial kennen. Und das möchte ich in euch legen. Und wenn ihr mehr davon wissen wollt, kommt auf uns zu. Kommt in unser Center. Nehmt Beziehung zu uns auf. Wir kennen uns doch sowieso. Aber wenn du irgendwann mal merkst, ich möchte das volle Potenzial leben, was dieser Gott vielleicht für mich hat, dann kannst du zu uns kommen. Oder du kannst dich selbst an ihn wenden. Amen. Das ist, was ich in euch legen möchte. Und das ist es, was ich in euch legen möchte, weil wir euch so schätzen. Aber Gott schätzt euch noch viel, viel mehr. Er hat euch zu seinem Bild geschaffen. Und ihr könnt das hier auf der Erde erleben. Und dazu sage ich einfach mal Amen. Okay? Dann einfach danke für dieses hammerkrasse, gute Turnier mit euch. Mehr kann man einfach nicht sagen. Es war einfach nur stark und ich gebe mal Marcel das Mikro und leg was rein, Marcel, in die Siegerehrung. Ich kann mich dem nur anschließen. Also nicht nur, dass wir 20 Teams waren, sondern auch einfach ihr, auch ich denke auch selbst so die Gruppenphase war total heiß. Viele gute Teams, ihr habt euch gut durchgesetzt, ihr seid hier, ihr habt euer Potenzial gut ausgeschöpft und ich freue mich, dass ich hier euch beglückwünschen darf. So, die Personen, die oft den unangenehmsten Job hier haben, sind nicht die Kameraleute, die haben ihm motzschnitt Spaß, sondern die Schiedsrichter. Und ich will ein riesen Dankeschön sagen an jeden Schiedsrichter. Wirklich vielen Dank. Klar. Manchmal gibt es strittige Situationen, die gibt es immer im Fußball, das wissen wir. Schiedsrichter treffen dann ebenso gut sie können eine Entscheidung. Und ich denke, damit können wir hier gut leben. Das war 1A. Vielen, vielen Dank nochmal. Und wir haben auch ein kleines Präsent für euch. Wirklich vielen Dank für alles hier. Unser dreier Schiedsrichter gespannt. Dann könnt ihr uns nach vorne kommen. Wir sind so lange mit dabei, Michael. Immer danke. Ergün, auch schon das zweite Mal mit dabei. Das ist Michael für dich. Das ist für dich. So, und hier. Oh, der falsche Name, das habe ich falsch. Das ist nicht für dich, das ist für dich. So, und das für dich. Vielen, vielen Dank auch für alles, wirklich, dass Sie mit dabei waren hier. Sehr spontan mit eingesprungen. Ich würde sagen, wir machen noch ein richtig schönes Foto hier. Schiedsrichter in die Mitte. So, kommen wir gleich zu dem vierten Platz. Das war, ist FC Bayern. Sehr gut, Abdi mit seinem Team. Herzlichen Glückwunsch. Wir hatten hier 20 Teams, die können alle mit nach vorne kommen. Das ist ein vierter Platz und es ist nicht irgendwie so, ja, vierter Platz, sondern ein hervorragender vierter Platz. Ihr habt ein 1A-Turnier gespielt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hätten euch vermisst, wenn ihr nicht da gewesen wärt. Ich würde sagen, auch noch mal ein Foto. Ihr bekommt einen Bowling-Gutschein für zwei Stunden Bowlen im X-Bowling-Center in Fulda. Ich denke, das lohnt sich. Da könnt ihr noch mal Revue passieren lassen, während ihr voll abräumt. So, vielen Dank an euch. Okay, kommen wir zum dritten Platz. Das Team von Munir, FC Arsenal. Munir, könnt ihr alle mit nach vorne kommen? Herzlichen Glückwunsch. Auch ihr habt ein Hammer-Turnier gespielt. Auch kommt ihr auch, alle Spieler von euch, die noch da sind. Alle die Spieler von euch, sind es eure Spieler? Bitte auch noch mit hierher kommen. Herzlichen Glückwunsch. Nathanael, ne? Ja, langsam kennen wir euch. Ihr bekommt, sind die noch von euch hier? Nee? Nee, okay, sind schon weg. Wie viele seid ihr denn? Seit 6. Dann bekommt ihr jeder ein Gutschein im Sporthaus Marquardt zum Shoppen. Herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir nochmal einen Dreier-Grinsen. Nochmal einen Applaus für Arsenal. So, bitte der Kapitän, daran denken, noch da bleiben. Wir sehen uns noch im Interview. So,
kommen wir zum zweiten Platz. Für die gibt es wundervolle Kido-Gutscheine. Das ist Moskau mit einem hervorragenden Turnier. Ein klasse Finale. Also ich bin noch hin und weg. Ihr habt stark gekämpft, euer Spiel durchgezogen die ganze Zeit. Wow, Hammer. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. So. Dies aus fürs Foto, das ist schön hier. Als Team. So, ihr bekommt einen Kinogutschein, dürft ihr euch allein wegnehmen. Genau, viel Spaß bei einem guten Film. Machen wir noch ein Foto. So, bevor wir jedoch zum ersten Platz kommen, habe ich hier noch zwei Zettel. Da steht drauf, Spieler des Turniers und Torwart des Turniers. Auch die gehen an euer Team, denn ihr habt einfach, das war ein Hammer. Ich habe nicht alle Spiele von euch gesehen, aber die hier zum Schluss, da war ich da und ich bin beeindruckt. Nicht nur Einzelspieler, sondern als Team habt ihr das Ding gewonnen, aber ihr habt so gespielt, dass ihr die Stärken, die jeder Spieler von euch hatte, gut ausgenutzt habt und ihr wart keine Egos, sondern ihr habt trotzdem eure individuellen Spielstärken in eurem System gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Deswegen hier Kapitän Mustafa Yildiz, wir krönen dich zum Spieler des Turniers. Du kannst gleich noch deinen Torwart mitbringen, der ist nämlich Torwart des Turniers. Herzlichen Glückwunsch. So, ihr bekommt von uns, wir haben immer fleißig Sponsoren gesucht, einen Gutschein für Schuhe im Wert von 150 Euro. Ja, das ist für dich. Dann machen wir noch ein Foto hier. Und was ich noch hinzufügen würde, ich finde, du hast das beste Tor des Turniers gemacht, weil es war das 3:2 im Halbfinale. War es das 2:2 oder 3:2? Und du die beste Parade, weil wenn du das Ding nicht 10 Sekunden vor Schluss hättet ihr das Finale 7-Meter-Schießen gehabt. Hammerreflex hier. Ihr dürft gleich da bleiben, denn jetzt kann euer Team kommen. Ihr habt euch was überlegt? Gerne. Da bin ich voll offen für. Falk, die haben voll gut zugehört. Die schöpfen jetzt voll ihr Potenzial aus. Die wollen Musik haben, der Yannick. Die kriegen nochmal eine Hymne oder was bekommen wir? Was Fetziges, Yannick. Was Fetzen. Das ist Bursaspor! So, du bekommst wie jeder Spieler deines Teams einmal frische Socken und natürlich, wollt ihr alle gleich mit nach vorne kommen? Nein. Und du bekommst einen Gutschein für ein Trikot deiner Wahl im Karstadt-Sport. Natürlich wie jeder andere Spieler. Aber ja, anscheinend kommt jetzt noch was. Nach dem Pokal. Das bedeutet, du willst jetzt den Pokal haben? Okay. Hiermit überreiche ich euch den CTN Champions Cup Pokal. Einen Riesenapplaus. Verdient dieses Turnier gewonnen. Ihr könnt hier nach vorne kommen, eure Preise abholen, jubelt nochmal, küsst unseren Pokal. Herzlichen Glückwunsch. So, hallo und herzlich willkommen. Hier haben wir die Interviewrunde von unserem CTN Champions Cup 2015. Mit hier am Start sind die drei Kapitäne. Einmal Harry Boschmann hat heute den zweiten Platz belegt mit seinem Team Moskau. Dann haben wir Dennis, einen hervorragenden ersten Platz mit seinem Team Bursaspor. Und wir haben Abdi, hat heute den dritten Platz mit dem Team Arsenal gemacht. Natürlich auch noch mit dabei, Falk. So, hier
Somit eröffne ich die Runde. Gleich mal die Frage an dich, Abdi. Wie war heute denn so deine Erwartungen in diesem Tag? Du warst schon öfters mit dabei. Hast du dir ein Ziel gesetzt und hast gesagt, heute, ich möchte unbedingt Erster werden? Wie war das heute so? Ja klar, ich mache seit schon, wo ich 14 mit und nur 14 Jahre war. Und heute mit den Jungs haben wir als gestern schon zusammengesetzt, dass wir hohe Erwartungen haben, dass wir den ersten Platz machen. Aber leider haben wir das Gottes nicht geschafft. Ja, aber ihr habt definitiv kein schlechtes Turnier gespielt, sondern ein klasse Turnier. Ihr hättet genauso gut auch im Finale oder auch an erster Stelle stehen können. Was würdest du sagen, woran hat es vielleicht gelegen, woran hat es gescheitert, Abdi? Woran ist es gescheitert? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber die Gegner waren auch stark. Jetzt, Bursaspor hat es einfach drauf gehabt. Die standen einfach hinten super. Dann wird es halt schwer, wenn die das Tor machen, dann kommen wir wieder zurück. Dann machen wir nochmal das Tor. Dann sieht es eng aus, dann machen sie in der letzten Minute, eine Sekunde sogar Tor. Und dann sind wir aufgeregt, dann wollen wir das schnell machen. Dann klappt es halt nicht. Schade. Ja, aber natürlich danke an euch, danke an dein ganzes Team, dass ihr da wart. Das war wirklich wow, auch das Spiel um Platz 3. Ihr habt euch kurz fangen müssen, seid unglücklich vielleicht, war schwierig im Halbfinale, aber habt euch das Spiel nochmal genommen, nochmal ein Herz gefasst und dann nochmal das Ding gedreht. So, Harry, zweiter Platz. Haribo, sehr gut mit deinem Team Moskau. Vielleicht der Name in Underdog, aber ihr habt euer Spiel heute gespielt. Was würdest du sagen, was hat euer Team ausgemacht, Harry? Warum habt ihr den zweiten Platz hier gepackt? Ja, ich würde mal sagen, wir waren ja schon 3-4 Mal hier auf dem Turnier und wir hatten, glaube ich, des Öfteren die hohen Ansprüche, erster oder zweiten Platz machen, und heute sind wir einfach hingegangen, haben gesagt, just for fun, wenn wir die Gruppenphase überstehen, ist gut, und wir konnten einfach locker spielen und haben einfach gedacht, Spaß zu haben. Natürlich hat man auch einen gewissen Ehrgeiz, aber das war unser Motto heute, Spaß haben und halt auch freundlich mit den Kollegen umzugehen hier. Ja, also ihr hattet definitiv Spaß, das hat man gesehen. Aber ich fand einzigartig bei euch, ihr habt einfach, euer Spiel war kompakt. Aber wenn ihr am Drücker wart, ihr habt eiskalt jede Chance genutzt und das Ding war drin. Was würdest du sagen, was hat Bursaspor ausgemacht, wieso sie euch dann geschlagen haben im Finale? Oh, gute Frage. Also ich glaube, es war ein ganz gutes Finale. Und es war auch hart. Wir hatten dann einen Spieler, der halt dann früher gehen musste, und ich glaube, am Ende hat uns vielleicht die Luft gefehlt. Also selbst ich habe jetzt die letzte Zeit nicht so viel Fußball gespielt und nur einen Auswechselspieler. Und die hatten dann, glaube ich, 4 Auswechselspieler. Und ich denke mal, die hatten dann vielleicht einen Tick mehr Luft. Aber ich glaube, vom Spielerin war das sehr ausgeglichen. Ja, sie haben dann das Ding reingekriegt, ihre Chancen gemacht und auch am Schluss den Kasten dicht gehalten. So, Dennis, jetzt nochmal, einfach nochmal hier Glückwunsch an dich. Ihr habt dieses Turnier wirklich verdient gewonnen. Es war einfach auch schön, ihr habt schön Fußball gespielt, aber ich habe es vorhin schon gesagt bei der Siegerehrung, ihr habt individuell euch als Spieler, habt ihr euer Potenzial ausgenutzt, aber auch als Team hervorragend zusammengespielt. Vielleicht so von dir ein Wort zu eurem Team, so von Herzen. Oder wie ging es dir so während dem Turnier? Ja, auf jeden Fall gratuliere ich erstmal meinem Team. Wir haben super gespielt. Wir sind auch eine eingespielte Truppe und wir sind nicht das erste Mal auf so einem Turnier. Es ist jetzt schon mittlerweile unser 10. Und wir haben auch immer sehr gut abgeschnitten und auch, ich glaube, es sind 4 Mal Erster geworden und heute das 5. Mal. Und wir sind hier nicht hierher gekommen. Das ist unser erstes Turnier hier und wir haben jetzt nicht erwartet, dass wir hier ersten Platz machen oder so. Es war ein super Turnier, hat uns super Spaß gemacht. Und wenn es klappt, würden wir gerne nächstes Jahr wieder mitmachen und ja. Ich gratuliere nochmal mein Team von ganzem Herzen. Ja, ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen, immer bei uns natürlich, und wir freuen uns schon auf das nächste Turnier im Sommer, wenn ihr da wieder mit dabei wärt. So, jetzt gebe ich einfach mal ab das Mikro an Falk, der hat nämlich auch noch ein paar Fragen. Genau, mich würde einfach mal so interessieren, was habt ihr so wahrgenommen beim Turnier? Ich würde mal mit dir anfangen, Harry, wie hast du so die Atmosphäre erlebt? Was hat dich so beschäftigt? So, wie hast du das so erlebt? Ja, großes Kompliment an CTN. Also ich fand das heute eins der schönsten Turniere, die überhaupt hier waren. Also es wird immer besser irgendwie. Es wird jedes Jahr besser. Wir waren jetzt auch schon 3-4 Mal dabei und man merkt irgendwie, ihr spielt euch hier ein und es kommt immer besser an. Und ja, großartig. Also auch mit der Organisation und alles im Vorfeld. Ich denke mal, wir als Spieler, wir können das nicht ahnen, was da alles so gemacht ist. Aber und wir hatten heute auch ein paar Fans dabei und die Stimmung war sehr gut, fand ich. Und
Ja, so viel dazu. Abdi, was würdest du sagen, wenn du jetzt eine Möglichkeit hast, noch was zu sagen zu den Zuschauern oder so, einfach zu uns, die wir alle das Turnier machen? Was wäre dir so auf dem Herzen? Was würdest du gerne sagen? Ich würde einfach sagen, ZSK Moskau hat eine Bombenzuschauer gehabt. Das war einfach genial, wie die gejubelt haben. Hat auch Spaß gemacht, die zuzusehen. Ja. Und ich freue mich schon auf Sommer, Nations Cup. Okay, ja. Ich denke, bei der Siegerehrung ist schon viel gesagt worden so. Und was ich ganz stark beim Turnier noch fand, ich will es einfach nochmal so reinbringen, will das nochmal so ein bisschen rausketzeln, eure Tanzeinlage, Breakdance, ich fand, es ging auch um Potenzial auf einmal und dann haut er diesen Tanz so raus. Macht ihr das öfter oder wie ist das so bei euch? Nee, das war jetzt heute ganz spontan. Der Kollege Yves, der hatte das vorher schon mit uns abgesprochen. Der hat gemeint, hier, ich will vor, weil es ist langweilig, einfach nur vorgehen und das Pokal zu holen. Und er hat gemeint, lass mich vor und ich habe so einen Move und hin und her und das machen wir. Und ich fand, das ist eine coole Einheit. Ich meine, das bringt auch ein bisschen so Spaß mit. Und war richtig schön, toll. Ja, also ich fand, das war irgendwie so ein Highlight. Das hat es total lebendig gemacht und ihr seid eine Hammerbereicherung gewesen. Ja, einfach danke nochmal. Auch von unserem ganzen Team. Wir bewegen das Team ja lange, wir bewegen das Turnier immer, bereiten das vor. Und jedes Turnier ist auch für uns persönlich echt ein Event, ein Erlebnis und wir tragen das so in die nächsten Wochen mit. Vielen, vielen Dank. Marcel, du willst vielleicht zum Nations Cup schon einladen? Ja, genau. Wenn du jetzt die Sendung angeguckt hast und denkst, Mann, das ist ein Turnier, da will ich echt unbedingt hin. Und wenn ich jetzt hier jeden der Kapitäne fragen würde, die würden natürlich nicken und völlig sagen, ja, du musst unbedingt dabei sein. Also Einladung für dich, im Sommer geht's weiter. Ich sage nochmal danke an euch, danke, dass ihr nochmal euch die Zeit genommen habt. Und dann würde ich sagen, dass hier jetzt Sendung Schluss und wir freuen uns auf unser nächstes Turnier im Sommer. Da kannst du natürlich nicht nur vorm Fernseher, du kannst auch hier mit dabei sein und live mitspielen. Bis dann. Das war eine richtig besondere Siegerehrung und die Worte von Falk sehr bewegend. Ja, wir glauben wirklich, dass Gott in jeden Menschen so viel Potenzial hineingelegt hat, dass dieses Potenzial zur Entfaltung kommen kann, brauche ich eine lebendige Beziehung zu Gott. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei jedem Team bedanken, das an diesem Tag dabei war. Ja, wir wollen auch Danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast, diese Sendung anzuschauen. Wir sind am Ende unserer Sendung und wir möchten dich noch ganz herzlich zu unserem nächsten Turnier einladen, dem Nations Cup am 18.07. auf dem Sportgelände von Johannisau, Borussia Fulda. Und wenn du uns besuchen möchtest auf unserer Homepage, siehst du jetzt auch eingeblendet unsere Homepage unter ctn-fulda.de oder auf Facebook unter ctnsport. Wenn dich diese Worte, ganz besonders die Worte der Siegerehrung, auch persönlich angesprochen haben, dann bist du ganz herzlich dazu eingeladen, zu uns in unser CTN Center zu kommen, in der Rabanusstraße 32 in der Innenstadt in Fulda. Ja, und an dieser Stelle sagen wir Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sendung und bis zum nächsten Fußballturnier.